Hi und willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Enigmatis von Mr. Marble Creek. In der letzten Runde haben wir... Nö, das bringt mir jetzt erstmal nichts. In der letzten Runde, wollte ich sagen, haben wir ja dieses Bootshaus erreicht. Und ja, irgendwo ist hier wahrscheinlich der Code, den ich natürlich jetzt gerade nicht finde. Und unser Ziel besteht heute darin, das Boot wieder flott zu machen und... Ja, um erstmal auf die andere Seite des Sees zu gelangen. Und natürlich haben wir nichts, was uns hilft. Und ja, irgendwo an einem der Bäume, der natürlich hier nicht zu finden ist, werden wir das dann jedenfalls auf das Zeug stoßen. Mhm. Ins Badezimmer oder ins Bootshaus. Keine Ahnung, was da angeblich wieder zu machen ist. Na dann, was soll ich hier groß machen? Hm. Wow. Danke, Spiel. Das hilft mir überhaupt nicht weiter. Ich spiele hier nicht Titanic. Oder U-Boot. Aber, naja. Ach ja. Was denn nun noch? Entweder ich bin heute noch planloser als sonst, oder? Ja, toll. Ja, und wo soll ich jetzt den Code herzaubern? Ach, Spiel. Aufgaben. Finde das Versteck des Predigers. Ja. Aber... Etwas, was das Spiel aus Freundlichkeit vergessen hat? Ja. Die Katakomben unter der Kirche. Hm. Beweise? Nee, das bringt mir nichts. Das bringt mir auch nichts. Ja. Es gab einen geheimen Code, den ich natürlich nicht finde. Deshalb gehe ich nochmal halt zur Kirche zurück und hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwelchen Mann wieder falsch bin. Tja, den Zettel hier kriege ich natürlich nicht. Ja, die Zweige sind zu hoch. Ach, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie ist es dezent frustrierend, wenn man mal wieder nichts schafft. Ja, hier kann man leider auch erstmal nicht ran. Ja, das hat mir alles nichts gebracht. Naja. Nö. Ach ja, und die Aufgabe kriegt man wahrscheinlich erst fertig, wenn man hier die 6 Stücke gesammelt hat. Naja. Und hier auf dem Friedhof braucht man auch noch etwas. Oh je. Naja. Auf jeden Fall verlangt das Spiel danach, dass ich unbedingt wieder zurückgehe. Ja. Und hier in das Bad nachsehe. Ach so, ja. Ich beginne langsam zu verstehen, was es will. Warum kann man den Eimer nicht gleich drunter stellen? Zack. Eimer Wasser. Und es ist natürlich nicht möglich, was ich eigentlich schon beim ersten Mal privat durchspielen gedacht habe. Ja. Was für ein Zufall. Zumindest gibt es hier etwas, das nicht so aussieht, als sei es 50 Jahre alt. Ich will es mir nicht genau vorstellen, wie es wäre, wenn es 50 Jahre alt wäre. Naja, wie dem auch sei. Was ich eigentlich sagen wollte, ist es nicht sehr logisch, dass sie nicht einfach den Eimer nimmt, ihn in Wasser vom See taucht und dann das daraus holt? Aber okay. Manchmal ist die Spielelogik halt sehr verwirrend. Aber so ist das dann halt. Hm.
Die Schneeflocke habe ich irgendwo gesehen. Aber egal. Radmuttern. Und wir schnappen uns jedenfalls, was wir so finden. Hoppla. So und so. Ein Pilz. Auf jeden Fall erstmal die Spielkarten. Medizin. Das könnte alles sein. Das könnten Pillen sein. Irgend so eine kleine Flasche. Aber vorher das Tambourin. Ventilator. Medizin. Pipette. Ich glaube, die Pipette können wir behalten. Und dann der Pilz. Pinsel, Medizin. Ist doch ein Pinsel. Und wo haben wir die Medizin? Ja, und ich dachte wirklich an echte Medizin. Ja. So ist das dann. Manchmal sollte man besser die Augen aufmachen. Na denn, ab. Wieder zum See. Oder haben wir hier noch was zu tun? Nö. Aber ich glaube, wenn man hier mit dem Bootshaus das Boot erstmal zum Laufen gekriegt hat, kann man erstmal irgendwas bei diesem seltsamen Typen da erledigen. Ich habe ja einen Verdacht, aber ich weiß nicht. Na gut, ich habe soweit gespielt, aber... Da spielt man ein paar Tage nicht und schon hat man es wieder vergessen. Zack. Schön. Jetzt brauche ich dann natürlich den... Hier. Das Harz. Das ich irgendwo herbeizaubern muss. Ja. Ich glaube, ich habe was vergessen. Zumindest hoffe ich, dass es so gedacht ist vom Spiel. Ansonsten macht das gar keinen Sinn. So, dann wollen wir mal zu dem... Na, jetzt mal hier wieder rein. Das ist, was mich an dem Spiel so nervt. Nämlich die Tatsache, dass man, wenn man hier jetzt zu dem Betrieb möchte, zu der Scheune und so weiter, dass man dann 100 Kilometer latschen darf. Ja, das war so klar. Ja, und schon wieder zum Bootshaus. Tja. Dann frage ich mich, wozu haben wir diese Glasscheibe überhaupt aufgesammelt? Ja, schon gut, schon gut, schon gut. Ich höre Schritte. Ja, ist jetzt zwar niemand in der gesamten Stadt, aber ich höre meine eigenen Schritte. Unglaublich, aber wahr. Naja. Weder an den Beweisen noch sonst irgendwo ist dieser geheimnisvolle Code zu finden. Notizen? Nö. Das sagt mir alles nichts. Aha, das hier haben wir noch nicht. Mal schauen. Das hätten wir auf jeden Fall alles. Okay, das ist soweit. Nö. Das bringt mir alles nichts. Naja, wir sehen uns gleich wieder. Vielleicht habe ich das dann in der Zwischenzeit kapiert, was das Spiel von mir will. So. Ich denke mal, ich habe das dann soweit. Es war doch auf irgendeinem der Fotos vorhanden. Zumindest hoffe ich, dass ich mich recht erinnere. Es hat auf jeden Fall ewig gedauert, bis ich mich erinnert habe. Manchmal ist das halt ein klein wenig, wie sagt man...
Frustrierend. Das ist also das für den Untergrund. Das hier ist die Metallfigur. Ja. Toll. Und dann latschen wir wieder zurück. Auf zur Krypta. Ja. Habe ich schon gesagt, dass es Spaß macht, jedes Mal quer durch die Landschaft zu gurken? Ich weiß nicht wieso, aber das haben andere Spiele besser gelöst. Denn es ist recht... Naja, frustrierend ist das falsche Wort. Nervend, wenn man jedes Mal durch die Karte trappeln darf. So. Lasst uns mal raten, was ist hier drin? Eine Wimmelbildszene. Ha. Noch nicht, aber bald. Hätte mich auch gewundert. Naja. Asmodai. Ja, und nun? Okay, da habe ich gerade Mist erzählt. Es gibt hier keine Wimmelszene. Aber denk mal, es wäre ein klein wenig einfallslos. Weil wir haben das schon im Forum erledigt. Und ja, schauen wir mal. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Nö. Was willst du von mir, Spiel? Das habe ich doch gerade... Sehr witzig. Aber okay. Das muss der Tatort sein. Ja. Die Opferstätte muss irgendwo unter der Erde sein. Ich muss einen Weg dorthin finden. Das wäre auf jeden Fall erledigt. Und die Opfer werden damit auch erledigt. Also... die entsprechenden... Na, jedenfalls... Ihr wisst, was ich meine. Okay. Gut. Aha. Das können wir leider erst später erledigen. Denn... denn ich kann schon mal wahrscheinlich vorsagen, aber das... Man muss hier entsprechende Buchstaben... mit diesen Tastern erraten. Oder man muss sie auswählen in der richtigen Reihenfolge. Ohne absetzen zu müssen, dürfen, können, sollen, etc. Naja. Wie dem auch sei. Was hat das Spiel uns jetzt zu tun? Die Spannung ist auf jeden Fall da. Wo treibt sich der Typ rum, der in allem schuld ist, der Prediger? Und ja. Und wahrscheinlich, wie man es soweit denkt, wird man dem Kerl erst ganz am Schluss begegnen. Ja, das ist klar. Da hast du. Ja. Ja, nee, ist klar. Man braucht einen riesengroßen Topf an und braucht nur eine Pipette voll.
Wisst ihr, was wirklich frustrierend wäre? Wenn man jetzt zehnmal... Wenn man das Ganze mit der Pipette jetzt zehnmal machen dürfte, da hätte man sich doch eigentlich gleich einen Eimer nehmen können, oder? Aber jetzt ist das Schiff wieder in Ordnung. Und ja. Tja, soweit so gut. Wir wären dann hier erstmal am Rand. Ich glaube, das nehme ich später als Thumbnail. Mal schauen. Sie erinnert sich. Eieiei. Wo kam der denn auf einmal her? Eieiei. Die Ereignisse überschlagen sich ja förmlich. Naja, das werden wir auch noch herausfinden. Nö, aber wir haben das hier. Gut. Ich denke mal, ich werde die Folge... Blut, unzerschnittenes Seil. Das werden wir auch noch herausfinden. Ich denke mal, ich werde jetzt erstmal zurück zur Krypta gehen. Oder? Nö. Das hier machen wir dann im nächsten Part. Jetzt ist soweit so gut. Ich bedanke mich hiermit für euer Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal besser. Bis dahin und tschüss.